Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video zu Phasmophobia. Das letzte Video kam unglaublich gut bei euch an und im Stream werde ich immer wieder gefragt, wann geht ihr wieder auf Geisterjagd? Ich habe zwei Folgen für euch auf meiner Platte, die ich euch gerne noch zeigen möchte. Die erste ist ein bisschen easy, ja, und langsam und ja, gegebenenfalls ist auch etwas Blödes passiert. Und die zweite Folge ist ziemlich clean. Beide Folgen wurden vor dem letzten Patch aufgenommen, das heißt, hier war es noch ein bisschen schwerer oder random. Eins von beidem, wie man auch immer das Ganze sehen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich selber im Support freuen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und wenn es gut ankommt, lade ich diese Woche noch ein Video hoch. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Okay, Leute, jetzt wird's gruselig. Grusel die Pose. Habt ihr nochmal erklärt für die neuen Zuschauer, um was es geht? Achso, okay, ganz kurz. Chat. Oder alle Chats, die da sind. Wir spielen heute Phasmophobia. In dem Spiel geht es darum, dass wir vier Geisterjäger sind. Beziehungsweise wir jagen nicht. Unsere Aufgabe ist es, zu beweisen, dass ein Geist in dem Haus ruht. Und wir müssen rausfinden, welcher Geist es ist. Denn es gibt 11 unterschiedliche Geister, die hier spuken. Und alle haben unterschiedliche Eigenschaften, wie hier zu sehen. Ja, der Spirit könnte es sein oder der Phantom, die Banshee. Das werden wir eh gleich noch 1000 Mal öffnen. So, wir finden also raus, welcher Geist das ist und tragen das am Ende in unser Logbuch ein. Hier können wir Beweise eintragen. Was haben wir denn für Beweise gefunden? Ja? So, und wenn wir uns dann sicher sind, dann fahren wir wieder nach Hause. Also wir fangen den nicht, wir sagen einfach nur, ja, ist ein Geist. Und dann gehen wir wieder. Hier ist unser Geisteszustand. Kunran leidet jetzt schon. Ah, jetzt wieder. Weil er nicht im Licht steht. Moment, bei mir war Gippi unter 100. Hier sieht man, ob Action im Haus ist. Ja? Das zeigt an, gruselig. Ja, hier Soundsensoren, falls jemand Geräusche macht. Und eine Map, wo wir alle sind. Dann haben wir da sieht man übrigens die Punkte, auch für die anderen genau, beiden. Also ich habe mir da das VOD noch angeschaut. Ihr seht die Punkte, wo man rumläuft. Ja, okay. Also ich muss erstmal eine Taschenlampe nehmen. Können wir gleich nochmal neu starten? Warum? Eine Taschenlampe zu wenig und der Push-to-Talk-Button ist falsch. Wieso? Ich sehe vier Taschenlampen. Das ist nur eine Taschenlampe. Nein, das ist eine UV-Taschenlampe. Nehmen wir jetzt die große da! Lange da. Items, was bist du für ein Ich habe doch gar keine hinzugefügt. What the hell? Okay, ja, weil wir noch eine Standard mit hatten. Ne, wir hatten eine Standard und jeder von uns hat noch eine mit. Das ist unser Geisterjäger-Items. Ja. So, ja, wir haben optionale Quests. Ja, wir gehen zum Push-to-Talk. Hallo! Ist doch gut jetzt, hör mal auf! So, finde heraus, um was für eine Art Geist es sich handelt. Ist einfach, ja. Mach ein Foto vom Geist. Ja, schaffen wir auch. Das ist meine Aufgabe. Wo ist mein Foto? Ein Mitglied der Gruppe muss sehen, dass ein Geist ist, ja. und säubere die Area in der Nähe des Geistes. Haben wir die Räucherstäbchen? Ja, Feuer? Oh, wir haben Räucherstäbchen. Oh, jetzt geht's los. Das wird die Runde. Kunran, ich muss dir mal kurz deine Nasenhaare okay, hier wir entfernen. Übersetzen ja, on the fly. Ja? Danke, danke. Gerne. Ich habe noch ein paar mehr Investigationsaufgaben für euch. Ja? Es sieht so aus, als wenn der Geist John Jackson, ist übrigens ein geiler Name, im Haus super rumspukt. Ja? Dieser Geist reagiert auch auf Leute, die allein unterwegs sind. Du solltest in der Name du solltest die Möglichkeit haben, seinen Namen zu rufen, um ihn aufzuschrecken, damit er paranormalen Shit macht. Das steht hier so. Sei sicher, dass du die ganze Zeit in dein doofes Buch guckst und alle Beweise darin auflistest. Gut. Okay. Okay. Also, Peter Jackson. Kannst du noch das Buch mit John Jackson. Ach, Mann. Okay, dann lass uns die Schlüssel. Ja, ja. Dann lass uns muten. Okay. Hallo, hallo? Hört ihr mich auch? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo. Okay, okay, wir hören alle außer Items. Sehr gut, auf geht's. Alles ist sehr leise. Ja, nee, ist alles gut. Ja, ihr könnt mich ja okay. Ja. Drück mal drauf, Items hier. Du hast den Schlüssel. Drück doch mal jetzt. John Jackson wartet auf uns. Ich Schlüssel nicht, um aufzudrücken. Ja, ich hab eh gedrückt. Ah, unsere Bude! Ja, willkommen zu Hause. Ich wollte wirklich eine andere Quest nehmen. Hey! John! Schade. Nicht so schnell. Wer ist das? Nicht rennen. Ich stell die Kamera auf. John Jackson. Ich leg die Kamera auf den Fernseher. John Johnson, oder? John Jackson. Hier direkt unter der Kann mir einer hier hinleuchten? John Johnson. Mit T da. Denk dran, dass du die Taschenlampe mit T anhalten kannst auf deine Schulter. Ja. Tipptopp. John Jackson. Ging das nicht, dass das erst nach 5 Minuten anfing? Ja, wir sind gerade, ich glaube, wir sind noch safe gerade. Wir können noch präparieren. Ach ja, okay, gut, aber. Wir sind noch in der Preparing. Ja, theoretisch, also. Unser Batman-Style ist ja jetzt rum.
Aber wir können schon suchen, ob wir ein Ouija-Board finden. Oh ja, oh, wir haben das Buch dabei, ne? Haben wir das Buch dabei? Und dann hast du das Buch? Ja, ich hab das Buch dabei. Also ich hab das Buch nicht. Ich hab nur die Cam. Das ist der Pinsel. Dado, du hast gerade die Infos gelesen. War das Gruppe oder Einzeltäter? Er greift Leute an, die alleine unterwegs sind. Hilfe! Okay, also hallo! Was denn? Wartet auf mich, seid ihr? Ich sitze auf dem Klo alleine. Ach, da seid ihr. Hallo. Also ich will nicht mit rein, aber ich kann hören, falls du Probleme hast. Soll ich die. Ja, Chat, soll ich alleine die Alerts ausmachen? Also nur den Sound? Einfach nur, damit wir die Atmosphäre mehr aufnehmen? Ich hab keine Angst vor Geistern, ich weiß nicht. Ich mach nur den Sound aus. Ich werde jetzt angegriffen in der Zeit. Was ist das für eine Tür? Snack mich jetzt weg. Hallo? Leute, wartet auf mich! Wie? Leute! Items! Nein! Wir übertragen doch unsere Geisterjagd live! Ich hab die Sub-Alerts ausgemacht, sonst erschrecke ich mich. Nein, das ist, das gilt nicht. Ich, doch, wir sind doch live. Nein. Das ist hier wieder eine Frechheit. Wo ist Kunran? Kunran? So, ich hab das Radio wieder ausgemacht. Das ist wieder angegangen. Das war ich nicht. Ich bitte dich, da sind deine Fingerabdrücke drauf von den Chips, die du gemacht hast. Ey, ich hab einen Pinsel, um mich zu wehren. Lass das lieber sein. Die Lichter sind. Hast du gesehen, die Lichter haben geflackert? Das hat ja wirklich geflackert jetzt. Nee, oben wurde ausgemacht. Nee, es hat wirklich geflackert. Okay, ja krass. Was soll das sagen? Machen wir ja an. Er ist halt safe wieder auf dem Dachboden oder hier in dem Raum, oder? Ja, 100 Pro, irgendwie sowas. Die Axt ist halt immer da, das ist das Problem. No-Name-Creme nutzt der. Und dran? Moin. Hi. Moin. Moin. Was haben wir für Quests? Einfach nur Bild vom Geist, einer muss Geist sehen. Und den Raum säubern. Es ist hier, einer hat kalten Atem. Kalter Atem. Jack Johnson. John Jackson würde ich rufen. John Jackson. Ja, aber Gibi hat wirklich kalten Atem. Ich habe einen Knochen aufgehoben. John Jackson. Den kann man aufheben. Ja, den kannst du mit E aufheben. Den kann man aufheben? Und dran? Nein, das war der Knochen, den ich aufgehoben habe. Das war der Knochen, den ich aufgehoben habe. Ich glaube, das ist, weil die Zeit jetzt rum ist, oder? Die 5 Minuten sind rum. Ja, ja, also kalter Atem ist ein Indiz. Hier ist Atem. Im Flur hier, ne? Nee, der ist drin im Raum. Der ist drin im Raum. Ja. Soll ich die Kamera holen? Kommt einer mit? Warte. Ja. Ja. Kunran, bleib mal. Die Kamera. Nein, Kunran sollte nicht alleine bleiben. Ja, ich versuche auch mal hier zu. Kunran, bleib mal, genau. Bleib alleine zurück, Kunran. Passt schon. Die Lichter haben geflackert. Ich hab lauter gemacht für euch. Ich weiß nicht, ob diese Knackdinger funktionieren. Oh, das ist aber wirklich laut. Alter, ich werde mich erschrecken bei der Lautstärke. Das ist für mich laut. Entfernte Geräusche. Okay, jetzt flackert wieder Licht. Ah, scheiße, das ist zu laut. Kacke. Wo hattest du die Kamm denn hin? Ach, da vorne. Okay. Wieder hoch, komm. Jojo, das soll nicht das Problem sein. Wir haben ja dann oben ja schon theoretisch einen Raum. Wir müssen nur rausfinden, was es oben ist, ne? Ja, also erstmal kalter Atem. Ja, kalter Atem würde schon mal. Aber kalter Atem haben wir doch rausgefunden, das ist extrem niedrige Temperatur, weil sonst sehen wir es ja nicht. Also es muss. Extrem niedrig. Und damit sind es nur noch 2. Was macht ihr da? Sind es wirklich nur noch 2? Wir versuchen, die Räucherstäbchen anzumachen. Ich setze die Kamera jetzt perfekt hin. Ich weiß halt nicht wie. Also, kannst du die nicht setzen, oder? Nee, versuch mal. Leute? Ja? Ich glaube, unsere Kamera ist weg. Wie? Hast du die gerade mit da unten? Ah, das ist da unten, ja, rechts. War das kurz? Das ist der Geist! Und dann verbrenn dir nicht die Finger. Danke, dass du mich denkst. Glaubt jemand, ich weiß jetzt nicht, ob die an ist. Ich muss die nochmal in die Hand. Warte mal. Was ist denn, wenn wir gar nicht. Leute! Ich hab den Teddybär in der Hand! Ach, no. Wie macht man das mit dem. Können wir den mitnehmen? Ich weiß halt wirklich nicht, wie das mit dem Rauch funktioniert. Also das könnte sein, dass das wieder nicht. Ist das vielleicht, dass wir den Rauch vom Räucherstäbchen sehen und nicht, weil es hier so kalt ist? Nee, ne? Nein, du hattest das nicht draußen, oder? In dem Moment, wo wir das erste Doch. Mal gesehen haben. Darf ich mal kurz hier das Buch lesen? Nicht abhauen, bitte. Oh. Licht geflackert, ne?
Ja, ja, wir hatten unten auch schon Licht. Hatten wir, haben wir nicht rausgefunden, dass, wenn wir den Atem sehen, es Freezing Temperature sind, weil wir sonst das Thermometer brauchen? Ja. Okay, hört ihr mich auch, wenn ich im Buch bin? Also hört ihr mich auch jetzt? Gunnar, drück mal. Ja, wir hören dich. Ja. Okay, das heißt, damit würdest du noch Grace Fant... Okay, vergiss es, das halbe Buch ist noch drin. Kannst du... Oh, hier, das brennt. Ja, ja, ja. Hier. Ja, aber es ist, der Raum ist doch noch nicht schmutzig. Hä? Nicht schmutzig? Wir müssen ihn noch hier... Ja, der muss... Ja, lass ihn mal rufen. Ja, ruft ihn mal. John Jackson. John Jackson. John Jackson. Was war das da drin gerade? Aber ich hab das... Okay. Ich würde gerne mal zur Kamera gehen. Ja, geh du raus. Nach draußen, meinst du? Items, halt dich bereit, wenn er kommt, ne? Items. Das Problem ist, Dalu möchte gerade weggehen. Nein, ich möchte... Dalu möchte zum Security-Wagen. Nee, John Jackson. Kannst du den mal so rufen, dass er denkt, dass das auch gemeint ist? Johnny Boy. Jonathan Jackson. John Jackson, bist du hier? Er ist da! Habt ihr es gehört? Da oben läuft er. Ist der oben? Ich hab's nicht gehört, was denn? Wie, habt's nicht gehört? Sie hat mir ins Ohr geflüstert. Oh, dann bist du gleich tot. Wie wär's, wenn ihr mich aus der Hütte bringt? Nee, du bleibst hier. Ja, lass mal kurz zu viert rausgehen. Jackson. Und kurz mal die Kamera. Auch den Geistesstatus checken. Mach mal die Tür zu, damit die Kameraaufnahme... Ich habe eine Kamera platziert. Mach Tür zu und weg. Bei dir liegt Kontra, und kannst du noch mal F drücken bei mir? Warte. Okay. Leute! Ich hör's knarzen! Rennt euch niemals, ne? Immer in Zweiergruppen bleiben, Leute. Er ist da. Komm, wir gehen, Kontra. Aber wo? Also er läuft. Ich bin raus. Puh! Hey, weg jetzt hier. Kamera checken. Jackson. Okay, es war Action im Haus. Ja. Ich glaube, es ist Pennant da. Wollen wir losfahren? Ich bin kein Geist da heute. Scheiße, die Kamera ist wieder aus. Ich hasse die Kameras. Soll ich die Kamera gehen, die anmachen, Kundan? Jo, komm. Die ist auf dem Stuhl. Die haben wir gesehen. Da oben ist noch Licht an. Warum ist da noch Licht an? Alter, guck mal, Items, wie viel wir geschafft haben. Das mit den Räucherstäbchen hat geklappt, sag denn das mal. Warte, ich bin Global Check. Gippi, Kundran, das mit Räucherstäbchen hat geklappt. Danke für den Hinweis. Bitte. Wir hatten es gehört, Dalu. Das war kein guter Gebrauch von Global Chat. Okay, aber jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir mal rausfinden, welcher das sein kann. Wir machen das Ding fertig, ja? Wir schaffen das. Ich würde auch sagen, das Problem ist, ich muss halt ein Foto machen, sobald es da ist. Und dafür müssen wir es irgendwie schaffen, dass wir ihn rausprovozieren. Also er ist auf jeden Fall aktiv. Dass er jemanden umbringt. Er macht auf jeden Fall was. Ist es jetzt an? Genau. Man kann da auch... Nein, scheint nicht an zu sein. Leuchtet es denn grün oder rot? Es leuchtet grün. Ja, ist an. Es hat grün geleuchtet. Platzier die mal besser. Ja, ist eine schöne Vase. Ja, geil. Okay, gut. Oh, das ist wirklich ein richtiger Deluxe-Spot. Den kennt man so aus solchen Filmen, ne? Also, das wäre genau so eine Aufnahme, die funktionieren würde. Wenn so die machen, die zünden da irgendwas an. Was machen die? Ja, die wollen immer noch das Gebiet reinigen, aber ich weiß nicht, warum. Aber das haben die doch schon. Was sucht der da? Leute, wir sehen gerade, dass ihr da mit den Stäbchen tanzt. Falls ihr die nicht zum Essen benutzen wollt, ihr wisst, dass das Reinigen schon funktioniert hat. Die Stäbchen sind nicht mehr notwendig. Die Tür ist gerade zugegangen. Ach du Scheiße, wir müssen rein, Items. Die Tür ist zu, der ist hier, wir Achtung. Rein, da war wirklich so ein Peak. Krass. Also da ist so eine Spitze gewesen. Peak haben, ne? Ich glaube, er ist da oben im Flur, oder? Jetzt ungelogen. Oben links an dem Fenster, wo leichtes Licht war, war gerade ein Schatten. An dem Fenster oben links. Ehrlich jetzt. Okay, krass. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber es kann sehr gut sein, ja. Oh, Items, der begrüßt uns schon. Hier ist auch schon wieder Party. Bin ich auf der Push-Talk-Taste? Ich habe keine Ahnung. Ich höre dich, Items, ja. Rede ich? Ja. Was ist los? Hallo. Die Tür ist halt zu. Was ist los? Ja, wir wollten reinkommen, um euch zu retten. Wir hatten gerade einen Spike auch. Ich gehe mal rein. Lass mich nochmal reingehen. Ich rufe nochmal den Namen, ja?
Okay, mach. Ich sag, der kommt von oben. Meinst du echt? Hm. Aber kann, hier ist der Atem drin. Habt ihr da, weißt du, wann der mich angewispert hat, als ich Gegenstände durch den Raum geworfen habe? Wirklich? Aber du standst doch hier nur rum. John Jackson. Ja, schon wieder, schon wieder. Hilfe! Komm raus, Gipi! Lass mich raus! Komm! Lass mich raus! Ich hab's auch gehört. Okay, also es ist der richtige Raum. Oh, stimmt, wir haben auch hier leichten EMF-Ausschlag, aber nur auf 2. Okay, also EMF unter 5. Nee, 4. 4. Ja, unter 5, unter 5. Der muss hier doch drin sein. Okay, aber... Ja. Okay, ist vorbei. Ja. John Jackson? John Jackson, bist du hier? Vielleicht hat die Kamera was aufgenommen. Wie ist dein Name? Wir haben halt einen dauerhaften EMF-Ausschlag. Wie hoch ist der? Ja, lass dir mal schreiben, wenn der er ist will. Nur auf 2. Das Buch, ja, das Buch. Ja, nee, ist das Buch drin? Reingeschrieben. Ja, ja, ist drin. Das Buch liegt drin auf dem Bett. Dann lass mal alle Kamera John raum. Jackson. Ist das Licht aus im Zimmer? Ja, ne? War aus. Ja, ja, ich habe alles ausgemacht. Komm mit. Ich möchte dir auch die Räucherstäbchen weglegen. Aber wir haben den Raum ja eigentlich schon geklärt. Ja, genau, das ist auch abgehakt. Also das scheint doch richtig zu sein. Wir machen den fertig. Den machen wir lang. Oh, da war ein dicker Ausschlag gerade. Unter 10 aber. Eben, ja. Scheiße, im Zimmer ist Licht an. Fuck. Hä? Aber ich hab's ausgemacht, dann hat der das wieder angemacht. Ja, scheiße, Licht ist an. Komm, Kundran, wir gehen da mal rein. Okay. Ich bin mir sicher, dass ich es ausgemacht habe. Ich hab das ist eigentlich unser Geisteszustand. Ja, noch bei einem, okay. Ich hab. Wie kann Gip. Das ist interessant. Gipi hat einen Geisteszustand von fast. Und das ist. Moment. Leute, ich glaube, das könnte ein Hinweis sein. Gipi hat einen Geisteszustand von 100%. Obwohl, er ist der gar nicht in dem Raum. Ist der im Flur? Könnte natürlich sein. Weil warum hat Gipi einen Geisteszustand von 100%, obwohl er drinnen stand? Warte, wir checken mal kurz mit dem Radio. Oh! Warte. Vielleicht funktioniert das hier. Denk dran, macht mir das Licht dann später aus. Und jetzt fragt ihn mal nach einem Zeichen. Gib uns ein Zeichen oder give us a sign. Das geht. Das ist der frierende Atem, ne? Achtung, Jungs, da kommt was. Er baut sich auf. Was passiert gerade im Haus? Wir merken nichts eigentlich. Doch, er macht Licht an und aus oder so. Er hat auf jeden Fall was gemacht und er spiked auch immer. Aber er geht nicht über 5. Wir gehen auf den Speicher gerade. Ich halte mal die Kamera im Auge. Ist was im Buch drin? Nee, nix im Buch. Eben war nichts drin, ne. Okay, er ist jetzt wieder ruhig. Er wird in dem Raum sein, aber was können wir jetzt noch tun? Jetzt hat sich Gippys Geisteszustand auch verschlechtert. Also oben passiert anscheinend nichts. Er lässt sich nicht von der Kamera triggern. Er wird nicht ins Buch geschrieben haben. Das heißt, er wird... Ach, scheiße, ich würde gerne ins Buch gucken. Wir haben noch keine Steps gehört. Ist auch ein guter Tipp. Also ich glaube, es ist irgendwas Schwebendes. Wir haben ihn noch nicht laufen gehört, oder? Nee, ich meine nicht. Es passiert was, Jungs. 4 und relativ lang. Ja, vielleicht hier im Flur. Relativ lang. Es geht immer noch weiter. Ist er da? Wir hören doch was, oder nicht? Ja, hallo, wir haben ein Klopfen gehört. Ja, ist auch wieder weg jetzt. Okay, also er. Nein, aber da, hier, das ist der einzige Raum. Das ist der einzige Raum hier. Oh, sorry, Dan. Das ist der einzige Raum, wo wir Atem haben. Das muss hier drin sein. Okay, dann müssen wir jetzt rausfinden, was wir da rausholen.
Also was wir also machen können. Ich habe keine, mit dem UV-Licht keine Dings. Ja, aber was wir machen können, einer muss ihn rausbaiten, Tür ja, auf, Foto machen. Ja, warte, ich komme mit rein. Wartet auf mich. Ich trigger den jetzt. Nee, okay. Items muss triggern, du hast die Kamera. Wir brauchen ein Foto. Ich gehe Daluma entgegen. Okay. Den Knochen-Chat, also den kann ich anscheinend nur... Den Knochen kann ich anscheinend nur einsammeln. Damit kann ich nichts machen. Also ich habe ihn auch nicht mehr in der Hand. Der ist weg. Ich bin da, könntest den Funk loslassen. Was habt ihr vor? Okay. Ja. Die beiden wollen ihn jetzt triggern. Ich bin ja da, Kunon, hallo. Ich rede über Funk. Also du bist im Test, ja. Pass auf, gib mal raus, beide. Ich rufe den. Items macht jetzt ein Foto mit dem. Das muss hier drin sein. Der wird uns im Flur angreifen, Kundran. Aber guck mal, hier habt ihr keinen Atem. Namen, ja. Denk dran, auch den Namen zu sagen, ohne dass du V machst. Steps. Ja, ich habe einen Step gerade gehört. Aber es kann auch sein, dass deiner Flur... Licht hat geflackert. Ja, okay, mach du da auf. Mal lieber Action jetzt. John Jackson, bist du hier? Hallo, habt ihr die Tür zugemacht? Ja, das war ich. Du musst die Tür auch zu haben. Du bist alleine. Mach und Licht aus und Tür zu. Ich bin noch eh allein im Raum. Licht aus und Tür zu. Alleine. John Jackson, bist du hier? John Jackson, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Der redet! John Jackson, wie geht's dir? How are you? Ich hätte auch keinen Bock mehr zu antworten. Also. John Jackson, wie bist du gestorben? John, hört auf die Tür zuzumachen, ihr Keks. John Jackson, willst du mich umbringen? Ja. Hör auf, du Keks. John Jackson, bist du hier? John Jackson, bist du hier? Die Tür hier ist gerade aufgegangen, oder? Die war die ganze Zeit. Okay, dann wie haben John wir gerade gesehen? Was ist dir passiert? Er redet mit mir. Echt? Ich hör's nicht. Okay. Ja, doch. Komm hier. Dalu, versuch mal hier. Nee, du kannst es nicht, ne? Ich kann nicht. Ich geh mit rein. Hörst du bei mir das Rauschen? Ja. Okay, pass auf. John Jackson, bist du hier? John Jackson, gib uns ein Zeichen. John Jackson, was ist dir passiert? Da! Hilfe, komm rein! Komm rein! Mach Items! Auf dem Bett! Auf dem Bett! Auf dem Bett, komm rein jetzt! Lauf weg! Hallo, Dalu, lass mich nicht alleine! Ich bin weg! Ja, ich hab mehrere. Ja, raus hier. Die Tür ist abgeschlossen! Leute, die Tür ist abgeschlossen! Was ist mit ihm? Okay, krass. Gut. Leute, die Tür war abgeschlossen! Holy shit, Mann. Okay, die Geisterbox ist safe. Er ist Geist. Boah, Alter. Okay, also wir haben welche Indikatoren? Wir haben niedrige Temperaturen, Geisterbox. Er ist ein gut aussehender Holzfäller. Er wollte killen. Ja. Er war auf 10. Ja, er war auf 10. Ja, er wollte killen. Wir waren noch zu zweit. Wir waren noch zu zweit drinne. Deswegen hat er uns, glaube ich, nicht. Okay, das Foto zählt. Okay. Pack aus, Items. Ja, ja, ja. Wo sind die Bilder? Er müsste in dem Album doch drin sein. Ja, ja, im Album, im J. Warum machst du so viele doofe Fotos? Oh, da halt ist er. Kein Foto gemacht. Doch, da auf dem Bett. Hinter mir, oder? Nee, auch das. Ja, und auch. Das auch. Okay, lass uns mal durchgehen. Also Geisterbox hat funktioniert. Das war insane mit der Geisterbox. Ja, ne? Hast du es auch gehört, Dalu? Ja. Das war richtig krass. Boah, das ist gruselig. Das war richtig gut. Okay, wir haben die Geisterbox und wir haben eisige Temperaturen. Da sind wir uns einig, ne? Ja, ich glaube. Wir haben noch drei Möglichkeiten, ne? Es war kein Ghost-Ops. Keine Fingerabdrücke. Es war kein Ghost-Ops. Diese Fingerabdrücke weiß ich nicht. Können wir das.
Nee, ich weiß, wie die aussehen. Wir haben keine gesehen. Kundran, wie weit war das EMF ausgeschlagen insgesamt? Auf 10. Auf 4. Höchstens auf 4. Achso. Also, das Gerät war höchstens auf 4. Auch als er bei uns stand gerade? Ja, ich war aber nicht drin im Raum, deswegen... Können wir die Fingerabdrücke... Aber hat einer die UV-Lampe mitgehabt wegen Fingerabdrücken? Ich hab's mitgehabt. Ja, lass uns nochmal reingehen. Ich hab die UV-Lampe, der muss ja da jetzt irgendwas... Okay, haben wir noch irgendwas, womit wir arbeiten können? Nur UV-Lampe, ne? Mehr können wir nicht machen, oder? Das Buch liegt noch da, das müssen wir noch bedenken. Wofür war das Salz nochmal gut? Doch, Salz, wegen Geister, oder? Warte, ganz kurz, ihr hört mich gerade, ne? Salz gut gegen Geister. Ja, wir es kann entweder Wraith, Mare oder Demon sein. Jetzt lass uns mal kurz durchgehen, ja? Was die drei Kollegen sind. Die Mare, ja? Increased chance to attack in the dark. Das könnte sein. Ja, das Licht ist immer geflackert. Ja, das Licht war, aber dann würden wir Ghost Orb sehen auf der Kamera. Da müssen wir waren nie an der Kamera. Ja, aber dann stellt die Kamera nochmal um aufs Bett, weil die ist ja auf dem Bett gespawnt. Dass man vielleicht eine andere Kamerasicht hat. Okay, was war noch? Wraith. Wraith almost never touched the ground, meaning it can't be tracked by footsteps. Aber das Ding ist gelaufen. Das hat zumindest... Nein, ganz kurz. Das Problem ist, er kann trotzdem laufen, aber wenn er keine Fußspuren hinterlässt mit der UV-Lampe, dann zählt das nur. Aber never touches the ground? Ich weiß es nicht. Aber der würde weggehen, wenn da Salz liegt. Da können wir das mit dem Salz checken. Ja, und genau. Wir müssten Fingerabdrücke finden. Und der Demon ist gefährlich. Demons will attack more often. Ghostwriting. Das Buch asking a demon to successfully crash the Ouija board. Wir könnten das Ouija board finden. Ja, lass das Ouija board. Ja, wir suchen das Ouija board. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir suchen das Ouija board. Ja. Das machen wir zusammen. Wir bleiben alle vier zusammen. Ja, ja. Dann gehen wir zusammen. Ja. Dann gehen wir zusammen hin und warte, was war das nächste? Achso, ich gucke währenddessen mit der UV-Lampe nach Fingerabdrücken. Ja. Und wir müssen gucken, was in dem Buch steht. Ja. Also wir suchen das Ouija-Board erstmal. Das Ouija-Board wird unten sein, glaube ich. Danke, Snakehead. Und Summonfire. Vielen Dank für eure Follows. Yo, danke an die Leute, die gerade in unserem Livestream followen. Wir jagen gerade echte Geister. Danke. Ja, kein danke. Ding. Schön. Ich wäre gemutet, hätte aber V gedrückt gehalten. Ich keck, Mann. Ja, das ist eine Live-Show, das ist live, ja. Dann können wir es nicht faken. Das ist der Vorteil einer Live-Sendung. Ich hab, mein V-Finger hat sich halt schon so verkrampft, dass er einfach nur noch liegen bleibt. Ja, ist halt mein V-Muskel. Mein V-Muskel. Dein V-Muskel. Also wir müssen eigentlich die Badezimmer checken, ne? In der Dusche war der letztens, ne? Oder in der Badewanne. Nee, das letzte Mal war er im Raum auf dem Boden. Ja, es war aber auch einmal im Dings drin. Hat einer einen Schlüssel oben aufgehoben? Ich hab den Schlüssel nicht gefunden. Nee, Moment! Hier. Nee. Doch, es waren richtige Steps. Es waren Steps. Hat jemand das Salz mitgenommen? Ich hab das Salz dabei. Das war klar. Ich weiß nur nicht, wie das akut funktionieren soll. Hier liegen, ich möchte kurz anmerken, dass was anders ist, als wenn wir sonst drinne waren. Hier liegen super viele Stofftiere rum, die du aufheben kannst. Hier, schon wieder eins. Okay, was heißt das? Ich weiß nicht, das ist mir nur aufgefallen, weil das sonst nicht so war. Vielleicht war er früher Teilsarismisarbeiter, kann ja sein. Hast du gerade was aufgeschlossen? Nein. Ich war in der Tür. Hallo, warte. Nein. Ja, ich warte hier. Wir müssen das Ouija-Board finden. Wenn wir nicht rennen und nicht seinen Namen sagen, dann müssten wir ja vielleicht erstmal ganz gut unterwegs sein. Ja, genau. Desto öfter wir den Namen sagen, umso saurer machen wir ihn. Genau. Ist das? Wir nennen ihn einfach Musiker. Wir können ihn JJ nennen. Ja, könnten wir. Oh. Aber das ist zu nah dran. Was heißt aber auch? Mein Licht flackert. Die Tür ist zu. Unten bleiben. Zusammenbleiben. Ich mach hier Salz. Ja, Salz ist gut. Salz vor uns. So, dieses Häufchen Salz, das wird uns retten. Wann geht die Tür denn auf? Er bewegt sich. Er läuft rum. Von den Steps her. Der kommt von oben gleich. Safe. Sollen wir hinten raus? Schaffen wir nicht, oder? Ich würde sagen, er ist links im Raum, oder? Ja, würde ich auch sagen.
Tür ist wieder auf, Tür ist wieder auf. Okay. Alles gut. Sollen wir nochmal rausgehen und überlegen gehen? Nee, wir müssen das. Wir müssen hoch, jetzt komm. Sollen wir mal sammeln? Also müssen wir das? Wir wollten eigentlich nach oben das Board weiter suchen, oder? Liegt da unten jetzt ein Stofftier? Da unten liegt ein Stofftier. Das lag, glaube ich, eben schon. Ja, das lag da. Aber achtet mal drauf, weil ich meine, Geister werfen Sachen umher. Kann es sein, dass wir jetzt kein Salz mehr haben? Doch, wir haben noch Salz. Ich kann noch drücken. Okay, es gibt noch ein Badezimmer. Und zwar links um die Ecke. Ja. Scheiße. Ja, das Licht flackert wieder. Adams, mach Salz hin. Hier ist Salz. Aber das bringt nichts. Ich hab die Tür zugemacht. Der ist im Rechten. Das bringt nichts. Ja, ist er wirklich. Okay, mach irgendwas. Warte noch, bis das weg ist erst, würde ich sagen. Er kommt. Der kommt rein. Salz. Salz, Foto. Der liegt noch da. Oder hat er halt so das Salz weggeworfen? Komm, hier, was geht hier? Das Ouija-Board muss leuchten, damit es an ist. Es leuchtet nicht. Ja, genau. Es hat eben geleuchtet. Ja, wenn du es. Jetzt ist es an. Es ist wieder aus. Aber nur auf lass an. Jetzt musst du ihm Fragen stellen, glaube ich. Wie geht's dir? Wie alt bist du? Sag seinen Namen. Muss man vielleicht den Namen nennen? Soll ich den Namen nennen? John Jackson, wie bist du gestorben? Lichter flackern wieder. Ich glaube, das hat nichts mit dem Ouija-Board zu tun. Nee, wir können Deutsch reden. Oh, oh. Ey Leute, wir hören Steps, das muss eine Ware sein. Es ist kein Geist und ein Dämon. Aber der Dämon, macht doch auch Steps. Oder nicht? Ja, aber der reagiert nicht auf das Ouija-Board. Halte mich mal kurz am Leben, ich gucke in das Buch. Eine Mare, was ist eine Mare? Ich weiß nicht, wie ich dich am Leben halten soll. Stell dich einfach vor mich. John Jackson. Geisterorb, wir müssen nach Geisterorb. Ja, aber dafür muss die Kamera umgestellt werden. Oh. Das Ouija-Board ist aus. Was denn? Es ist da im Raum links! Nicht bewegen, er ist links im Raum! Wie nein, ich sehe ihn! Bei mir ist er nicht da. Er ist wieder weg. Ja, du verarschst Nein, ich verarsche euch nicht. Komm, wir gehen jetzt rüber in das andere fucking Zimmer. Seid ihr doof? Macht Licht an, wir brauchen Licht. Vierer. Wir müssen Licht haben. Macht Licht an, so viel ihr könnt. Das geht gleich aus. Leute, ich glaube, ich muss raus aus dem Haus. Ich glaube, weil ich ihn gesehen habe und ihr nicht, müsste mein Sanity low sein. Lass er war wirklich da. Wir rausgehen. Ja, dann lass Rückzug machen. Wir kuscheln. Hä, habt ihr das nicht gehört, dieses... Oh. Nein, wir haben ihn noch nicht gesehen. Der wollte dich töten. Ja, der Bock, ja. Einer von euch muss gleich die Kamera nochmal umstellen, ob wir Geisterorbs haben. Das. Ansonsten müssten wir doch safe sein. Wir hören Steps. Das heißt, wir gehen raus und er macht das Licht hinter uns wieder an unten. Das ist recht. Er hat wirklich die Lampe da unten angemacht. Also es war Action. Okay, pass auf, wir machen gleich noch einen Versuch. Ich gehe mein Sanity war low. Kundan aber auch, Gippy auch, ja, wir waren alle Sanity low. Meine war low. Gibi hat gar keinen. Ich hab null. Null. Ich brauch sonst Licht. Also lass uns gleich mal kurz überlegen. Er macht gerade Stress im Haus. Also Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja. Die gute ist, der Salz hat anscheinend funktioniert, weil der kam ja nicht nach uns, ne? Schlechte Nachricht ist, wir haben nur 3 Aufladungen und die sind weg. Ja, also beim letzten Mal... Wie beim Family-Dinger. Also das Ding war, ich glaube, der hat uns nicht angegriffen. Okay, wir müssen gleich nochmal... Weil wir mit dem Licht drauf geleuchtet haben. Also einer von euch muss gleich nochmal ins Ouija-Board gehen. Ich mach das. Denn wenn wir ihm Fragen stellen... Also pass auf, asking a demon successful questions on the Ouija-Board won't lower the user's sanity. Das heißt, wenn ihr dem Fragen stellt und euer Sanity geht runter, was glaube ich passiert sein wird, dann ist es kein Demon. Ich glaube, der wird auch nicht geantwortet haben. Ich werde auch nicht mehr schlauer hier. Gibt es hier keine Pillen? Wir haben noch Pillen, oder nicht? Aber wir haben keine Ghost Orbs. Wir haben keine Ghost Orbs. Ghost Orbs wissen wir ja nicht, ob wir die haben. Ja, dafür müsst ihr. Ja, die siehst du in der Kamera, die würdest du sehen. Das heißt, ihr müsst die Kamera nochmal umstellen. Aber der war doch auch im Flur, oder nicht? Wir müssen die Kamera nicht umstellen. Nur Moment, da bewegen sich Objekte! Habt ihr es gesehen? Das ist ein Geist. Dann ist es ein Geist. Okay, wartet mal.
Oder? Nee, warte. Also, wir haben Schritte gehört. Das heißt, ein Gespenst kann es eigentlich nicht sein. Oh, fuck. Aber auch bei dem Poltergeist hätten wir Orbs. Ich glaube nicht, dass es ein Dämon ist. Der hat uns schon viel öfter angegriffen. Oder warte? Der Dämon hätte auch schon lange ins Buch geschrieben. Das liegt da ja immer noch. Der Dämon hätte schon lange reingekritzelt. Es gibt zwei, die Sachen rumwerfen. Einer muss gleich mal alleine mit dem Ouija-Board reden. Weil the ghost also seems das. To only respond people who are alone. Er wird also sonst nicht antworten. Und kriegen dann, wir die... Es weiß doch alles auf die Mare hin. Also wirklich jede einzelne Sache. Eine Mare ist die Quelle von allen Albträumen. Sie wird bei Nacht stärker. Es wird erzählt, dass sie eine Mare den Verstand von Menschen kontrollieren kann. Du warst die einzige Person von uns, die ihn gesehen hat. Ja, aber dann lass uns trotzdem noch suchen, bis wir die Ghost Orbs finden. Mein Gehirn wird auch nicht mehr besser. Es gibt eine ganz einfache Geschichte. Einer von uns bleibt hier, die anderen holen die Kamera und wir tragen die Kamera mit uns mit. Wenn wir den Geist sehen, sehen wir die Ghost Orbs. Ja, ich bleib hier, ich hab 0. Ihr geht rein, tschüss. Stimmt, Gibi steigt aber auch nicht mehr. Nee, bei mir wird das. Meins bleibt aber auch konstant. Items und ich müssen. Items, wir beide müssen. Wir machen das. Aber groß Items. Also, ich glaube, er wird uns angreifen. Ich glaube auch, weil ich habe vor allem nichts mehr, was mir helfen kann gerade dagegen. Hast du noch die Kamera wenigstens, falls wir falsch liegen? Einer geht ja weg, wenn man ein Foto macht. Nein. Die Kamera hat keine Aufladung mehr. Wir müssen auf jeden Fall ihr Licht anmachen. Stromkasten ist aus. Der ist hier unten. Ja. Wir machen auf jeden Fall Licht hier unten an. Ja, das so oder so. Das ist gut. Und wir müssen mit dem Licht auch arbeiten, das wir haben, weil wenn es eine Mare ist... Wie mach ich denn die Nachtsicht hier? Leertaste auf der Tastatur. Ich mach die Tür mal zu. Auf der Tastatur. Ja, mach das. Die Kamera müsste in dem linken Raum sein. Nee. Hier rechts. Dem linken von den rechten, ja. Was da hat sich wieder was bewegt. Da hat die Tür ist auf. Items? Hallo? Ja, ist aus. Wir müssen raus, glaube ich. Ja. Test, hört ihr mich? Das Licht jetzt aus ist, die Kamera. Wart ihr gerade drin? Ja. Am Ende des Bettes sind Schuhe. Sind die von euch? Die haben sich gerade bewegt. Nein. Okay, dann mal rein da. Wir müssen wieder Strom anmachen. Irgendjemand macht die Strom immer aus. Dann muss es doch die Mare sein. Item Sanity ist momentan ziemlich niedrig, aber es schwankt. Ach man. Ja. Er schließt ab. Ist abgeschlossen. Ja. Er ist abgeschlossen. Und er kommt von da, glaube ich. Items ist jetzt auf 5 Sanity. Ja. Wir sind eingesperrt und unsere Lampen sind aus. Von den Steps her kommt er von oben. Wir schaffen es nicht mehr hochzukommen, ohne dass er uns killt. Konrad versucht euch rauszuholen. Ich höre halt die Steps gerade, ne? Problem ist, er gibt ja auch einen Schatten ab. Also Dalu gibt auch einen Schatten ab. Und dann hol uns raus! Flackert ihr da am Licht rum? Nein! Nein, das ist, nee, das ist der Geist. Das ist der Geist. Die Schritte werden schneller. Och du Scheiße! Er müsste jetzt da sein. Items war schön, dich gekannt zu haben. Findest du wirklich? Finde ich nett. Gebe ich gerne zurück. Wie schaffen wir es denn, an die doofe Kamera ranzukommen? Gar nicht. Keine Chance. Er hört auch nicht mehr auf, ne? Nee. Schaffen wir es, zur Hintertür zu kommen? Nein. Vor allem kommt er ja da irgendwo. Kundran, guck mal, ob die Hintertür auf ist. Kundran, check die Hintertür! Bin auf dem Weg. Dadurch, dass er nicht angreift und das Licht immer wieder angeht. Ist es das Salz? Die eine ist zu. Es könnte wirklich das Salz sein, by the way. Alle Türen zu. Wenn eh alle Türen sind... Wo bist du gerade? Ich stehe links von der Eingangstüre.
Immer so, dass eine von meinen jeweiligen Seiten nicht angegriffen werden kann. Bin mir sicher, dass wir keinen Orb sehen, Leute. Nee, die andere ist auch zu. Ich würde sagen, es ist die Mare. Wir werden nicht rauskommen, Items. Wir müssen. Meinst du? Wir haben keine Chance. Er lässt uns nicht raus. Das hört aber auch nicht mehr auf. Ich glaube. Er will, dass wir zu einem dunklen Ort gehen, damit er uns angreifen kann. Denk dran, im Bad. Das EMF ist auf 10, Leute. Ich glaube, ihr seid auf euch alleine gestellt. Oh Gott, da hinten leuchtet's. Ja, der Raum ist das Licht noch an. Er ist hier links im Raum. Also ich bin jetzt einmal ums Haus rum. Er ist hier links im Raum. Dann lass uns in den rechten Raum gehen. Da ist noch Salz. Ihr seid beide komplett verrückt. Ihr habt komplett alles verloren. Ah, das könnte sein. Hallo, wo bist du? Warum lässt du mich alleine? Ich guck hier nur. Wie kommen wir hier raus? Lass uns zur Kamera gehen. Wenn er ja, wir können. Hat bis jetzt, dann müssen wir. Gehen wir zur Cam, lass uns die Kamera holen. Nein, die leben noch. Er ist links im Raum. Er ist links im Raum. Komm. Wo ist die Cam? Wo hat er? Gib mir die Cam hin. Da ist sie. Ich hab sie, ich lass hab mich sie. Die Cam nehmen. Lass mich die Cam. Warum? Nehmen. Okay, kannst du auch nehmen. Er ist egal. Seht ihr was? Gucken, mit der Kamera. Check die Kamera. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Da ist kein Bild. Jetzt. Was? Lebst du noch, Dalu? Ja, warum? Ich sehe Himmel. Wie, er sieht den Himmel? Was? Jetzt sehe ich alles. Okay. Dreh dich mal. Mit unserer Sanity gerade kommen wir nicht raus, oder? Sollen wir nochmal zur Tür gehen? Ich habe keine Chance, man sieht nichts, Dalu. Du stehst, glaube ich, zu nah an der Wand. Warte. Hast du dich zum Fenster gedreht mit Absicht? Ich versuche die Kamera dahin zu stellen. Mit F, ne? Ja, aber der Fensterrahmen existiert nicht, da geht's nicht. Dann leg's auf den Boden. Halt, ist es aus? Nee, war das nicht. Ist an, siehst du was? Ja. Dann okay. Ja. Ja, raus, wie denn? Ich krieg das jetzt hin, ich sag das jetzt an. Ich lass ihn raus. Geh du zur Tür, ich opfer mich. Geh runter zur Tür, nein, ja. Wir kriegen das zusammen hin. Ich wie denn? Raus, solange das bei mir flackert. Wenn wir zusammen sind, greift er uns nicht an. John Jackson! Du feige Sau! John Jackson, komm doch! John, du Feigling! Such mal nach dem Schlüssel für die Hintertür. Kommt nicht mehr raus. Oh, wir können den Schlüssel suchen. Oh, ja, dann hätten wir das vielleicht davor machen sollen, oder? Das EMF ist auf 10, ihr seid komplett im Arsch da, ihr seid für euch allein. Er ist auch hier. Wo denn genau? Ja, danke. Er ist eingesperrt in irgendeinem Raum. Ich hab den Schlüssel! Let's go! Okay, Items, also, komm. Die Tür ist weiterhin geschlossen. Er ist in irgendeinem Raum eingesperrt. Ich weiß nicht, ob er jetzt mit mir geredet hat oder nicht, weil... Wenn ich weiß, ob Gippi gerade auch geredet hat dazwischen. Nimm die Kamera mit, warte, nimm die Kamera mit. Damit habt ihr das mit dem Ouija-Board schon probiert? Und denkt dran, dass sie an sein muss. Kannst du mir sagen, ob du was auf der Kamera siehst? Ich habe die Kamera im Blick, ja. Aber es ist... Ihr müsst das Licht, glaube ich, ausmachen. Nein. Jetzt gerade ruckelt alles ist wieder. Keine Option. Ich werde mich so erschrecken gleich. Die Tür geht nicht auf. Falsche Tür, komm mit Items. Er wird einfach in irgendeinem Raum hier unten sein. Komm Items, ich weiß, welche Tür das ist. Nee. Die hier. Nee, ist auch nicht. Das war Kunan, ja. Oder? Das da ist es rechts. Nee, das war ich hab da geklickt. Auch die Tür ist zu. Wir sind am Arsch. Könnt ihr... Heizlüfter. Leute, könnt ihr eintragen und ohne uns fahren? Genau. Warum? Wir werden nicht rauskommen. Habt ihr auch keinen Schlüssel gefunden? Doch, aber... ich sage, wir haben Schlüssel gefunden, wir kommen nicht raus wegen unserer Sanity. Dalu, wir flackern nicht mehr, komm! Die Tür ist offen! Raus mit euch!
Wie lange die Phase einfach gedauert hat gerade. What the hell? Er war aber stuck. War eingesperrt. Meinst du wirklich? Mm, man hat ihn laufen gehört. Also was sagt ihr? Was war es? Also ich sag, es war kein Schweben. Also ich sag, es ist Laufen. Oder eine Mare. Dann war es eine Mare oder ein Dämon. Wir konnten nicht nach Fingerprints gucken. Hier, guck mal, das war durchgehend auf 10. Ja, ja, weil er wollte killen zu dem Zeitpunkt, aber er kam nicht zu uns. Ich glaube, das Salz hatte ihn... Oh, warte mal, kann das sein, dass der... Nee, das wäre geil. Kann das sein, dass der nicht die Treppe runtergekommen ist, dadurch, dass... Er war in einem Raum eingesperrt. Ich glaube sogar, dass er auf dem Dachboden in der letzten Ecke stand. Okay. Meinst du, er hat gebuggt, oder was? Ja. Also gehen wir mit Mare oder mit Geist? Mit Mare oder mit Dienst? Es wird eh was ganz anderes sein, das wisst ihr, ne? Ja, natürlich. Wie also Mare hat aber Mare hat aber Ghost Orb stehen. Und Ghost Orb siehst du immer als erstes. Immer. Wir haben Ghost Orbs immer gesehen. Also ich bin aber für Mare. Wenn ich ehrlich bin. Also Mare klingt für mich das Logischste, wegen dem Licht auch. Ich sag... Also wir können uns gerne für Mare entscheiden, aber ich sage, aber der Dämon hätte aber ins Buch geschrieben. Aber im Buch war jetzt bis zum Ende nichts, oder was? Weiß ich nicht. Der Dämon. Ihr wart doch da drin. Lange bevor. Ja. Okay. Ich glaube, das hätten wir gesehen. Aber Ghost Orbs, wir haben sogar die Kamera gecheckt am Ende. Das kann ja auch nicht sein. Ja, aber wenn er wirklich eingesperrt war, sehen wir die Ghost Orbs doch gar nicht, wenn er nicht zu uns kommt. Wollt ihr mit Mare gehen? Also ich sag, Ghost Orbs wäre halt safe gewesen. Ich weiß es nicht. Wir haben die Geisterbox safe gehabt und wir hatten auch safe. Ich glaube, wir wären tot, wenn es ein Dämon gewesen wäre, ehrlich gesagt. The Classic, also bei Ghost... Ja, Mann, ich glaube, auch da war er stuck. Ja, dann lass mit einem gehen und wenn wir es nicht richtig haben, dann gehen wir mit dem nächsten. Wie? Wie meinst du das? Beim nächsten Mal gehen wir einen anderen Geist, den wir raus. Okay, also ihr sagt, also ich bin gespannt. Also ich bin gespannt. Also ihr sagt Mare. Aber wie gesagt, wir hatten keine Ghost Orbs, was für mich eigentlich 100%. Wir hatten einmal eine Mare und die hat sich ähnlich verhalten, wenn das Licht geflackert hat. Also es hat nur bei ihr das Licht geflackert beim letzten Mal. Okay, also wir können es versuchen. Ich habe alles eingetragen. Ich auch. Ich würde sagen, Mare. Ja. Ja, ich hab's auch eingetragen. Okay. Aber vergessen bin ich tatsächlich hier, dass da der Sachen umgeworfen hat. Aber es kann halt auch... Was würde das dann sein von den drei Sachen? Ich glaube, Sachen rumwerfen macht nur der Poltergeist, aber... Der Poltergeist steht aber, wirft mehrere... Also ich sag, wenn der Poltergeist ist, fliegen alle Sachen durch den Raum. Ja, okay, das kann natürlich sein. Was sagt uns Aufgabe 1? Ja, das ist das Ende. Entdeckung, welche Art von Geist es sich handelt. Ich glaube, das ist passiert, wenn wir es jetzt abschließen. Aber wir können nicht mehr rein, weil er wird uns so oder so einsperren. Wir kriegen keine Sanity mehr. Ich sag Shade, wie immer. Ich sag Mare. Es ist immer Shade. Shade? Es ist immer Shade, wenn wir falsch liegen. Ja! Wir haben's! Mara! Wir haben es am ersten Fall gelöst. $80, Alter. 70 Dollar.